Sonntagnachmittag, richtig schönes Wetterzeit fürs Straßenbahnderby. Krefeld-Pinguine gegen die Düsseldorfer EG. Wir melden uns aus dem Pinguine-TV-Studio. Bei mir im Moment noch nur André Schicks, der Pressesprecher der Pinguine. Aber es wird gleich noch ein bisschen voller, denn André, dieses Spiel steht auch im Zeichen des RTL-Spendenmarathons. Wir haben gerade auf dem Eis schon eine ganz tolle Aktion gesehen zugunsten von Kindern in Not. Ja, zunächst mal schönen guten Tag zum tollen Derby, was wir hier heute spielen dürfen gegen die Düsseldorfer EG. Und wir haben uns auch wieder einiges überlegt, was man hier vielleicht heute auch anbieten kann. Unter anderem steht das Ganze nicht nur im Zeichen des Spendenmarathons für RTL, sondern natürlich auch für den neuen Kinofilm Pinguin in Madagaskar. Und da sind wir ja unmittelbare Artgenossen von. Und deswegen haben wir uns auch nicht nehmen lassen, ein bisschen Promotion dafür zu machen. Am 27.11. kommt der Film nämlich ins Kino. Und das, was wir gerade hier auf dem Eis gedreht haben mit dem Team von RTL, das gibt es dann auch zu sehen bei Guten Morgen Deutschland am 7. November. Und der große RTL-Spendenmarathon ist dann am 20. und 21. November. Vor allen Dingen heißt das ganze Thema ja, wir helfen Kindern. Wir warten noch auf Wolfram Kohns und auf Ross Anthony. Die wollen auch noch kurz hier vorbeischauen im Pinguine-TV-Studio, denn die Pinguine aus Madagaskar haben ja auch noch ein bisschen was mitgebracht. Und zwar werden wir das gleich auch hier übergeben. Einen richtig schönen Startschuss nämlich für den RTL-Spendenmarathon. Bevor die Herrschaften nicht da sind, doch, da kommen sie. Ross Anthony, wunderbar. Dann ist der Kai noch mit dabei von 20th Century Fox. Auch nochmal herzlich willkommen. Und Wolfram Kohns, der Moderator von Guten Morgen Deutschland und vom RTL-Spendenmarathon. Ja, ihr zwei, ihr wart auf dem Eis. Wie hat sich das angefühlt, Wolfram? Ach, mit Ross fühlt sich immer alles unheimlich gut an. Aber wir sind die dicksten Pinguine in der Welt. Könnt ihr das sehen hier? Definitiv. Ihr seid, ist das ausgepolstert ich oder Natur? Ich spreche nur über dich jetzt gerade, ne? Definitiv. Also bei mir ist es nicht ausgepolstert. Gut. Aber Ross, du machst auch eine ganz ordentliche Figur als Pinguin. Goldene Pferde heißt eigentlich dein neues Album, aber heute warst du auch hier für den RTL-Spendenmarathon. Tolle Sache. Genau. Ich finde es schön. Ich habe Spendenmarathon unterstützt die letzten, glaube ich, 7, 8 Jahre schon. Das ist eine schöne Sache und das Geld kommt wirklich dahin, wo es gesagt wird, ne? Und das ist das Wichtigste. Wir helfen Kindern. Unter dem Obermotto steht das Ganze. Erzähl noch mal ein paar Takte. Der RTL-Spendenmarathon in diesem Jahr. An wen richtet der sich ganz besonders als Empfänger? Also wir haben, und vielen Dank an Ross, der das seit Jahren unterstützt, vor jetzt 19 Jahren angefangen mit dem RTL-Spendenmarathon, haben seitdem über 123 Millionen Euro sammeln können durch Aktionen, auch wie diese hier. Aber das ist noch, obwohl wir kein dickes, wo wir jetzt hier ein dickes Kissen drunter tragen, es ist noch kein wirklich dickes Ruhekissen, um Kindern nachhaltig helfen zu können. Der Großteil der Gelder bleibt hier in Deutschland, weil wir gegen die Kinderarmut in Deutschland ankämpfen und uns vor allen Dingen für Kinder hier in Deutschland einsetzen. Wir haben hier auch mit Andrea Berke ein großes Projekt hier in Krefeld, was großartig läuft. Und auch in diesem Jahr wollen wir dann am 20. und 21. November in der längsten Spendensendung des deutschen Fernsehens wieder versuchen, Gelder zu sammeln, um Kindern nachhaltig helfen zu können. Und ich hoffe, das liegt aber jetzt gleich bei Kai von 20th Century Fox, dass auch heute hier was zusammengekommen ist. Ich gehe fest davon aus, Wolfram und Ross, erstmal euch ganz herzlichen Dank. Und Kai, ich weiß, du hast ein bisschen was mitgebracht im Auftrag von 20th Century Fox. Nicht nur ein bisschen. Nein, 20th Century Fox freut sich extrem, dass auch dieses Jahr wieder der RTL-Spendenmarathon mit an Bord ist und wir beim RTL-Spendenmarathon an Bord sein dürfen. Wenn die Pinguine aus Madagaskar auf die Krefeld-Pinguine treffen, dann kommen. Ross, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen, 20.000 Euro zu sammeln. Also, 20.000 Euro schon mal für den RTL-Spendenmarathon am 20. und 21. November bei RTL. Das Ganze von den Pinguinen aus Madagaskar und 20th Century Fox. Der Film, die Pinguine aus Madagaskar, ist ab dem 27. November in den deutschen Kinos. Und du möchtest noch Danke sagen. Ja, ich muss mich vor allem bei euch bedanken, ja, bei allen von den Pinguinen. Wir sind hier nur kleine, ausgestopfte Pinguine. Ihr seid für mich Königspinguine. Ich muss mich jetzt noch mal ganz kurz unbeliebt machen. Bitte nicht so laut schreien. Ich komme aus Düsseldorf. Ja. Aber ich habe es euch bewusst nicht vorher gesagt. Ich wünsche euch trotzdem heute ein richtig tolles Spiel. Vielen, vielen Dank. Wolfram Kohns, Ross Anthony und Kai von 20th Century Fox, herzlichen Dank. Die Mats, die wir heute gedreht haben, am 7. November zu sehen bei Guten Morgen Deutschland. Mit dem Mann hier, mit Wolfram Kohns und alles nochmal zu sehen beim RTL-Spendenmarathon. 20. und 21. November. Guck mal, wie süß. Wir schwitzen, die Mannschaften schwitzen, die Pinguine gegen die Düsseldorfer EG. Jetzt auf dem Eis. Wir melden uns gleich wieder aus dem TV-Studio. Viel Spaß beim Derby.